Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lehrte täglich im Tempel, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die übrigen Führer des Volkes, aber suchten ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihn gern. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ihr dürft euch Platz nehmen. Gestern oder vorgestern war es, wo wir gehört haben, dass Jesus nach Jerusalem kommt, in seine Stadt eigentlich, wo das Heiligtum Gottes steht, die Bundeslade im Allerheiligsten. Und Jesus weint über Jerusalem. Jerusalem, hättest du doch in diesen Tagen erkannt, was dir Frieden bringt. Eigentlich hätte Jesus sagen müssen, aber er hat oft ein bisschen versteckt gesprochen, wer dir Frieden bringt. Denn wir wissen, wer der Friede ist. Der Friede ist nicht eine Sache. Der Friede ist auch nicht eine Unterschrift, eine Feuerpause. Der Frieden, der wahre Frieden ist eine Person, es ist Jesus Christus. Und als ich vor Jahren in Medjugorje war, in der Oase des Friedens, da gibt es ein sehr schönes Kreuz, vielleicht kennen einige dieses Kreuz, wo Jesus ganz realistisch dargestellt ist. Am Fuß des Kreuzes, da steht, er ist unser Frieden. Aber die Referenz, wo das in der Bibel steht, konnte ich nicht entziffern. Und so hat es Jahre gebraucht. Und weil man damals gab es noch nicht diese Suchmaschine. Jetzt habe ich es gefunden, Epheser 2, 16 oder 14. Denn er ist unser Friede. Und liebe Schwestern auch, liebe zwei Brüder, ja, Jesus ist unser Friede. Und allein das zu wissen, dass er unser Friede ist, das gibt uns jetzt schon eine frohe Gewissheit, eine frohe Erwartung, dass jetzt Gutes kommt in diesen Tagen. Weil wir wissen, Jesus ist hier. Wir sind in seinem Namen hier versammelt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist unser Fundament, das ist unsere Gewissheit. Und so, mach dir nicht zu viel Sorgen, ob du jetzt glaubst oder mehr glaubst oder weniger glaubst. Du bist jetzt hier. Genieße es. Und ich habe ein Bild gesehen und das war so wie so ein Mond, aber in den Mond konnte man sich so wie eine Sichel hineinlegen. Und ich glaube, das gilt für euch alle. Dass ihr euch so hineinlegt, nicht in den Mond, so, aber in diesen Frieden, den Gott euch schenkt. Ich habe beim Rosenkranz, hat der Herr mich spüren lassen, meine Schultern physisch spüren lassen, wie als ob jemand da wie Nägel in seine Schulter hat, jetzt bist du schon wieder weg und dir Schuld gibt und dir Schuld auftragen will, dir ein Joch auftragen will. Und der Herr, er wird dieses Joch des Treibers, egal wer diese Person ist, die verurteilen wir nicht, er wird dieses Joch zerbrechen, nicht die Person, aber das Joch wird er zerbrechen. Ich habe gesehen beim Vorbereitungsgebet, wie, das ist jetzt ein bisschen ein strammes Bild, wie jemand zwischen den Zähnen wie ein Messer hatte. Ja, jetzt staunt ihr. Aber ich habe gespürt, dass dieser Geist des Todes gebrochen wird. Ja, ist eigenartig. Also freuen wir uns über das, was jetzt geschieht. Jetzt gehen wir mit Jesus in den Tempel. Und Jesus, zuerst räumt er den Tempel. Ja, da müssen mal die Tiere raus, die Schafe raus, das Geld muss raus. So räumt er auch bei uns. Und dann geht es noch einen Schritt tiefer mit dieser Begegnung mit Jesus. Jesus will nicht nur diesen Tempel räumen. Er will ihn erfüllen mit seiner Gegenwart. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Obersten, die haben ihre Probleme mit Jesus. Sie haben Probleme mit ihm nicht, weil er das Geld, die Schafe, alles rausgeschmissen hat, sondern weil der Eifer für dein Haus verzehrt mich, lesen wir bei Johannes, auch bei der Tempelreinigung. Und er hat da gesagt, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle. Und das ist der Punkt.
das Haus meines Vaters, das gibt's nicht, dass er, Jesus, der Sohn Gottes ist, Messias, Sohn Gottes, nein, das geht nicht. Ein No-Go. Sie konnten und wollten diese Wahrheit nicht annehmen, aus welchen Gründen auch immer. Und wer hat sie aufgehalten? Und das habe ich jetzt sehr spannend gefunden bei diesem Evangelium. Wer hat dieses Unterfangen, diese Pläne, Jesus zu töten, ja, gestoppt? Das war das Volk, das einfache Volk. Und sind wir uns unserer Macht eigentlich bewusst, die wir haben, auch wenn wir schwach sind? Das einfache Volk, wir haben die Macht, Kinder Gottes zu sein. Was tut das Volk? Sie hingen an seinen Worten, sie hingen an seinen Lippen. Sie wollten mehr und mehr und mehr von Jesus hören. Genau das ist es, was das Herz von diesen Menschen freigemacht hat. Sogar die Gerichtsdiener, die einmal ausgesandt worden waren, um Jesus festzusetzen, um ihn festzunehmen, die kommen zurück und sagen, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser. Das war das höchste Kompliment, das man dann eigentlich Jesus geben konnte. Und das kam von Dienern, die eigentlich auf der Gegenpartei gedient haben. Und so möchte Gott alle diese Diener der Gegenpartei auch berühren. Das müssen wir verstehen, dass wir nicht jetzt ins Verurteilen gehen, ja, der hat das gesagt, die hat das gesagt und gegen mich und so weiter. Gott will alle, dass alle Menschen gerettet werden. Auch diejenigen, mit denen wir es vielleicht noch schwer haben. Und das, liebe Brüder, liebe Schwestern, das kann nur Gott. Und er kann und er will es in uns vollbringen. Er will es in uns vollbringen. Und wenn wir das wissen, können wir uns wirklich so richtig gelassen hineinlegen in seine Arme, in seine Liebe hinein. Und so wollen wir dem Herrn heute Abend schon alles, sagen wir mal so gesamt, alles unser Paket schon mal so anvertrauen, sagen, Herr. Und dann, Herr, zeig mir, was ist der Punkt, the big point, würde man sagen. Was ist der große Punkt, an dem du arbeiten möchtest? Und vielleicht ist es nicht der Punkt, woran du gedacht hast. Der Herr wird es dir zeigen. Ich war in Medjugorje, jetzt schon fast 2 Wochen wieder her. Und da ist eine Person gekommen. Und dann habe ich mit ihr gebetet, eine Frau. Und dann habe ich gespürt, dass Gott ihr sagt. Und ich habe gedacht, soll ich das wirklich sagen? Ich habe sie dann gesagt. Gott liebt sie mit einer großen Zärtlichkeit. Das kann man doch sagen. Und, jetzt kommt der Punkt, er gibt ihnen die Muttermilch, die sie als Kind nicht bekommen haben. Boah! Ich habe es gewagt zu sagen. Und die Frau hat zu mir gesagt, hat fast geweint, ich bin nicht gestillt worden von meiner Mutter. Boah! Dann saßen wir da und sie wollte eigentlich beichten. Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, was ich beichten soll. Sie hatte das alles vergessen. Und dann habe ich gesagt, warten Sie einen Augenblick. Ich habe wieder für Sie gebetet. Und dann habe ich ihr ihre Sünden aufgezählt. So kam Befreiung. Versteht ihr, wie gut ist Gott? Ihr dürft euch zurücklehnen, deswegen sage ich das. Ihr dürft euch zurücklehnen und sagen, Herr, diene du mir. Und Jesus will uns wirklich dienen. Er ist der Heiland. Wow, das ist wunderbar, dass Gott uns so sehr liebt. Und so wollen wir jetzt die Fürbitten vor den Herrn bringen. Wer hat die Fürbitten? Dann machen wir die jetzt gleich.